Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr seht, es gibt heute drei Spiele. Diese Partien habe ich mir ausgesucht. Ja, Derby dabei, Dortmund, Bayern. Also auch durchaus interessante Spiele. Aus zeitlichen Gründen und auch ein bisschen, weil ich aktuell nicht die allerhöchste Motivation habe, sind es nur drei Spiele geworden. Auf die hatte ich dann aber Lust. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und ja, jetzt geht's los mit Wolfsburg gegen Dortmund. Die Enttäuschung, die sowohl der VfL Wolfsburg als auch der BVB aus der Champions League mit in diese Partie tragen, ja, der sollte eigentlich in positive Energie umgewandelt werden und der BVB startete nicht verkehrt. 9. Minute, Jude Bellingham mit dem ersten Abschluss, steht auch im Abseits, werden wir sehen in der Wiederholung einen Schritt, aber es war zumindest mal ein vernünftiger Beginn, denn bundesligatechnisch läuft es vor allem beim BVB richtig gut. Ein Punkt nur hinter dem Tabellenführer, dem FC Bayern München, und unter Kohfeldt der VfL Wolfsburg ja auch wieder in der Spur. Kurz vor der Pause mal Weghorst mit diesem Ball zu Lukas Metscher. Das hätte der Paukenschlag sein können vor dem Seitenwechsel eben. Hier ganz starke Parade von Kobel. Ja, spitzer Winkel trotzdem, da fährt er die Fingerspitzen noch aus und verhindert den Pausenrückstand. 0:0 nach 45 Spielminuten dann folgerichtig das Ergebnis. Es war ein gutes Spiel, aber so richtig Spektakel hatten wir noch nicht auf dem Feld. In den zweiten Durchgang starteten die Wölfe besser rein. Maximilian Arnold, guter Pass zu Franks. Sie näherten sich an. 50. Minute und Kobel machte seinen Mannen da auch mal klar: Werdet langsam wach, Nico Schulz. Heute wieder als linker Verteidiger auf dem Feld. Machte er ja auch bei Sporting Lissabon. Sah dort nicht besonders gut aus. Wolfsburg erhöhte weiter den Druck. Weghorst immer wieder in vorbereitender Rolle. Aber über die Linie kam der Ball nicht. Lukas Metscher mit der nächsten Riesenmöglichkeit. Gregor Kobel mit einem Sensationsspiel. Super Parade, dass es 0:0 stand, konnte der BVB nur ihm verdanken. Etwas über eine Stunde gespielt. Diesmal Lukas Metscher andersrum auf Wout Weghorst. Diese Kombination klappt besser. 63. Minute im Zweikampf. Stabil gegen Mats Hummels. Ein guter Abschluss für Kobel, nichts mehr zu halten. Vom BVB kam über die 90 Minuten hinweg gesehen lange Zeit zu wenig. In der Schlussphase dann nochmal Dahoud. Pavao Pervan, der Kuhn-Castells vertrat. Kaum geprüft an diesem Samstagnachmittag, den holte aber richtig gut raus. Der anschließende Eckball, 90. Minute. Akanji kriegt ihn nicht richtig aufs Tor, aber nochmal Dortmund. Emre Can, Meunier, Julian Brandt kommt nicht durch gegen Lacroix. Die letzte Strafraumaktion. Hier nochmal eben das Knie, das den Einschlag verhindert. Das Spiel endet also mit 1:0 für den VfL Wolfsburg, der auch über 90 Minuten hinweg gesehen die bessere Mannschaft war. Derby in Köln. Borussia Mönchengladbach zu Gast im Rhein-Energie-Stadion. Es ist durchwachsen bei beiden Mannschaften, was sie abliefern in dieser Saison. Der erste FC Köln mit dem guten Beginn könnte mit einem Sieg zumindest punktetechnisch gleichziehen bei einem höheren Resultat. Das müssen dann aber schon 3 Tore Unterschied sein. Würde man sogar torverhältnismäßig vorbeikommen an den Gladbachern. Aber das war nicht das Ziel. Hauptsache die Punkte einfahren. Borussia Mönchengladbach brauchte ein wenig, um in dieses Derby zu finden. Hatten dann aber in der 25. Minute eine sehr gute Möglichkeit. Horn fällt ja aus, bis auf weiteres Schwäbe dafür bei den Geißböcken zwischen den Pfosten. Den hier kratzt er ganz gut raus. Und bei der nächsten Aktion, kurz vor der Pause, stand er wieder im Fokus. Gladbach übernahm dann das Zepter bis zum Pausenpfiff. Skerli zu Kone Plea. Wow, Schwebe macht hier wirklich einen sehr guten Job. Streckt die Hand aus
und lenkt den Ball noch gerade so um den Pfosten. Es ging also torlos in die Pause. Es war aber ein spielerisch sehr gutes Derby, das man sich erhofft hatte und eben das dann auch bekam. Kurz nach der Pause. Hector setzt sich gut durch. Sebastian Andersson. 1:0 Köln. Nutzt den Fehler von Jan Sommer aus, der da rauskommt, sich verschätzt, dadurch das Nachsehen hat. Köln profitiert, aber nicht lange. Die Trauer bei den Gladbachern, denn in der 62. Minute egalisieren sie den Rückstand. Diesmal dann auch Schwebe ohne eine Chance. Es wurde jetzt richtig packend. 70. Minute, Skerli. Kone, Stindl. Jetzt wieder Schwebe. Stindl rutscht weg. Kann ihn dadurch nicht perfekt platzieren. Weiterhin 1:1. Ein offener Schlagabtausch. Andersson, Modest, wieder zu Andersson. 2:1 Köln. Was war hier bitte los im zweiten Durchgang? Sommer wieder nicht die glücklichste Figur, aber das war ein wuchtiger Schuss. Das Spiel aber noch lange nicht vorbei. Stindl, Alassane, Plea. Was ist das bitte für ein Tor? 2:2, 86. Minute. Man kam gar nicht mehr richtig hinterher. Nachspielzeit. Gladbach ging aufs Ganze. Skerli. Sehr aktiv da auf der Außenbahn. Legt zurück zu Plea. Stindl und Jonas Hofmann mit dem Lucky Punch. In der dritten Minute der Nachspielzeit holen sich die Fohlen sogar noch die 3 Punkte. Der erste FC Köln steht mit leeren Händen da nach einer fantastischen Partie. Ein tolles Derby, das eigentlich keine Verlierer verdient gehabt hätte, setzen sich die Gäste durch. Topspiel am Samstagabend, der FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld. Ja, Topspiel klingt vielleicht etwas ironisch, aber Bielefeld, ja, sie haben gegen den VfL Wolfsburg gezeigt über weite Strecken, dass sie da auch mit einer guten Mannschaft in der Bundesliga mithalten können. Nichtsdestotrotz musste der FC Bayern hier eigentlich nur seine Hausaufgaben machen, aber dabei taten sie sich sehr schwer. 27. Minute. Bis dahin dauerte es, dass tatsächlich der erste Ball mal aufs Tor kam von Stefan Ortega. Leroy Sané hat da viel Platz, 3 Spieler um ihn rum, aber weit weg, zu weit eigentlich. Doch der FCB kann es nicht ausnutzen. Unter der Woche waren sie ja in der Champions League erfolgreich. Jetzt sollte es in der Bundesliga wieder laufen nach der Niederlage beim FC Augsburg. Aber auch hier gegen Bielefeld, einer Mannschaft des unteren Tabellendrittels, wirkten sie in der Defensive nicht immer sattelfest. Hier war es mal eine Standardsituation, die aber nicht wirklich gefährlich wurde. Lewandowski noch sehr unauffällig, leitete zwar die größte Chance mit ein, aber treffsicher war er bis dato noch nicht. Gutes Spiel also für die Bielefelder, die auch hier in der Allianz Arena letztes Jahr den Münchnern sehr viel Ärger bereiteten. Und so auch wieder hier. Dann wurden aber die Bayern doch zwingender. 53. Minute, Kingsley Coman hat genug, zieht dann aus der zweiten Reihe mal ab. Kommt aber zu zentral der Schuss, sodass er dem Bielefelder Keeper eine Chance lässt. Stunde jetzt gespielt. Partie nur von rechts nach links. Davis zieht in den Strafraum ein, legt quer Goretzka. Und das muss es doch eigentlich sein. 61. Spielminute. Völlig frei auf dem Elfmeterpunkt. Aber Ortega ist aufmerksam und bekommt noch irgendwie die Hand dran. Langsam wurde die Zeit knapp. Kingsley Coman mit der Flanke. Das ist nichts. Ortega hat den Ball, wirft schnell ab, aber der kommt wieder zurück. Müller fängt ihn ab. Goretzka, Thomas Müller mit der Vorlage für Robert Lewandowski.
81. Spielminute. 1:0 für den FC Bayern München. Das späte, aber verdiente Siegtor lässt am Ende Bielefeld trauern. Aber über 90 Minuten gesehen ist das natürlich das vollkommen verdiente Resultat. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose gewesen sein. Ja, 3 Spiele mal. Ich hoffe, es war okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.